Das ist bestimmt witzig. Ah, nein, nein! Weg mit dir! Oh, das ist ja stressig. Oh, warum habe ich das getan? Warum? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Noita. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und würde sagen, wir legen direkt wieder los, nachdem wir in der letzten Folge so, ich sage mal, ein bisschen kassiert haben. Alter, was? Oh! Was? Machen wir uns jetzt auf den Weg, um Rache zu üben. Und deswegen checken wir mal ganz kurz das Inventar. Was haben wir hier? Wir haben wieder einen Funkenblitz-Zauberstab und einen mit Bomben. Also, würde ich sagen, lassen wir das nicht auf uns sitzen. Wir treten ihn genauso zurück. Wir haben auf jeden Fall was mit stürmischen Sachen freigeschaltet. Da bin ich jetzt gespannt, was uns das alles jetzt eröffnet. Ich habe mich immer noch nicht über irgendwelche Sachen gespoilert. Das heißt also, ich erlebe das Let's Play wirklich absolut blind mit allen Sachen hier. Aber so langsam erschließen sich gewisse Sachen. Also es wird langsam alles ein bisschen offensichtlicher. Okay, okay. Au! Schon wieder die Kackfeuergeschichten hier. Ein neuer Zauberstab und zwar mit Sprudelfunken. Die hatten wir noch nicht. Umherspringender, aber unpräziser Zauber. Macht gut Schaden. Hohe Streuung. Geschwindigkeit langsam. Aber dafür eben 5 verschiedene. Also 5 von den Bällchen hier. Probieren wir gleich aus bei dem Gelumpe da hinten. Das sieht wirklich so aus hier. Blubber. Ja, machen wir das Gift weg hier. So, waschen wir das mal ein bisschen runter. Also so viel habe ich schon mal verstanden, wenn man die Fläschchen mit irgendwelchen Kram findet, dass man sagt, okay, hier kann man sich so ein bisschen sauber machen mit Wasser oder so in der Richtung. Da liegt noch was. Jetzt schwimmt da das Gift auf dem Wasser, ja? Schleimiges Ei. Was ist denn ein schleimiges Ei? Schleimiges Ei. Nicht so lecker! Was muss ich denn damit machen? Weiß natürlich wieder keiner, ne? Ey, wenn ihr wisst, was man mit dem schleimigen Ei macht, dann gebt das mal an. Ach, ich kann das essen? Kann man das irgendwie ausbrüten? Kriege ich denn einen kleinen Begleiter oder so? Jung, Leute, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr wisst, wofür man das Ei braucht. Ne? Wie gesagt, ihr sollt mich nicht todes spoilern, aber wenn ihr irgendwie Infos für mich habt, die mir weiterhelfen könnten, so kleine Hinweise, kleine Hints nehme ich immer gerne an. Also, ne, raus damit, Leute. In die Kommentarbox, immer rein damit. Jawohl, weg damit. Da ist wieder so ein Feuerkopf hier hinten drin. Den werden wir gleich mal eine vom Bug knallen hier. Ciao. Jawohl. Und, bist du noch hier? Nee, bist du nicht. Okay. Oh. Oh, hier geht das Geböller los, Leute. Ich sehe das. Weg. Ha, das funktioniert ja gut. Muss man das Ei da vielleicht reinschmeißen in die Suppe? Ah, ja, Tatsache. Jetzt haben wir das ausgebrütet, das Vieh. Das gehört jetzt uns. Geil. Ah! Solange wir noch leben. Oh. Goldklumpen, Schießpulver ist das wieder. Wir werden jetzt mal den Zauberstab nehmen mit den Blubberblasen. Ich glaube, der taugt. Ich habe ein gutes Gefühl mit dem. Was haben wir hier wieder? Hier, das sieht schon wieder aus. Dichter Fels? Was ist das? Drücke E um Tabula Smaragdina. All, if all the mountains were silver and gold. Cannot. Also wir kriegen hier so kleine Geheimnisse und so eine Geschichten hier eingesammelt. Das ist ja mal geil. Aber das schaffen wir bestimmt nicht nochmal darüber, wa? Nee. Da müssten wir wieder dieses Speed-Tonikum bestimmt kriegen. Aber das...
Was ist das hier? Ist das normales Wasser, aber das hat hier, das blubbert hier so hoch. Wahrscheinlich vor Hitze wegen dem Lava-Gestein-Kram hier, dass das verdunstet da oben, ne? Dampf, ja, steht Dampf da. Wo Dampf draufsteht, wird auch Dampf drin sein. Gut, komm Giesel hier. Wir hauen ab. Kupfer haben wir hier drinnen im Berg. So. Komm mal weg, Giesel her. Jawohl. Wir müssen es ja hier nicht, ne? Gegenseitig umbringen. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, von hinten in den Nacken gekrittet, Baby. Baby. Oh, und da ist was, da ist was, da ist was. Was ist das, was ist es? Trank mit Wurmpheromon. Na denn, komm. Komm hier, komm Giesel her, wir baden in der Scheiße hier. So. Damit alle Würmer uns auch richtig hart attraktiv finden hier. Aber er ist nützlich, muss ich ja sagen. Also, ich hoffe, den nehme ich mit auf die nächste Ebene. Heiligenberg betreten. Weiter geht's. Erstmal voll tanken. Ciao, ciao. Und wir haben wir neue Zauberstäbe. Oh, was für 400. Was ist das denn? Was hat der alles dabei? Der hat ja alles. Und davon viel. Wir haben nur 101 Münze. Dann können wir uns auch nur einen holen. Was hat er denn hier? Energiekugeln. Langsam, aber mächtig. Ui, da ist der Schaden auf 11. Die anderen machen immer so 5 hier, ne? Ist immer schön, dass er das wenigstens hier anzeigt, worin was denn besser ist, ne? Aha. Wir nehmen den mit. Wir nehmen den mit. Ja, Energiekugeln und dann ist hier wieder das doppelt verzweigt. Mehrfachzauber, okay. Gucken wir mal an. Ah. Das mit dem Verzweigen ist halt blöd, wenn das so unregelmäßig passiert. Da, dann... Ah, der zeigt auf der Tafel das sogar an. Weil manchmal kommt eine. Ach, genau. Ich verstehe. Ich hab's... Oh, ich hab es verstanden in meinem Kopf. Ich hab's, Leute, verstanden. Das ist nicht nur die Verbesserung, sondern auch die Reihenfolge. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, diese Sprudelfunken würde ich hier noch mit reinballern. Als Beispiel. So. So, dann schießt er jetzt hier. Eins, zwei, dann die, dann die. Also er mischt das dann auch querbeet dann durch. Es wirkt zwei verzweigte Zauber. Das können dann zweimal die Energiekugel sein. Das kann aber auch Energie- und Sprudelfunken sein. Das kann auch zweimal Sprudelfunken sein. Das ist halt dann absolut random, Lisa. Aber ich lasse es mal so. Einfach mal, um auszuprobieren, wie krass man damit reinlöten kann. Elektrizität. Immun gegen elektrischen Schaden. Aber Metall und Flüssigkeiten werden immer elektrifiziert. Vorsicht, okay. Glaskanone. Deine Zauber sind 5-mal stärker, aber deine maximale Gesundheit wird auf 50 gesetzt. Kann nicht durch normale Herzen erhöht werden. Du verursachst mehr Schaden, je gesättigter du bist. Komm hier, Glaskanone. Das klingt nach mir... Geil, und jetzt löten wir den mal richtig rund hier. Wir sind wieder in den Kohlebergwerken angekommen. Oh, was? Oh, was? Kommen die roten Funken durch meinen Perk hier, ja? Oh, was? Ach. Du ahnst es nicht. Okay, hier ist das Gebiet jetzt gesondert abgeriegelt, aber wir haben da grauer Fels. Gold! Ob das was bringt, wenn wir jetzt hier mal so eine Bombe hinschmeißen, das Gold wegbrettern? So ein großer Feuerball, Junge! Okay. Vollkommen aus dem Leben getreten. Leute. Okay, ich habe verstanden.
Und wieder von vorne. Zündschnurblitz. Okay. Das ist wieder die Kacke. Oh. Aber man muss mit dem arbeiten, was man kriegen kann. Wir können ja nicht immer nur neu starten, ne? Meine Güte. Aber so langsam werden wir auch besser in der ganzen Geschichte. Wir merken das ja auch, oder? Ach, ich kann halt teilweise diese ollen Giftfässer und die so, also die normalen Fässer sind zu unterteilen. Aber das andere teilweise nicht. Diese Giftfässer, dann, manchmal sehe ich die einfach nicht. Dann bölle ich da rein und wundere mich dann. Was haben wir denn hier? Einen neuen Zauberstab. Und was hat er? Lichtbohrer. Lichtstrahl mit kurzer Reichweite. Alles klar, Laserschwert. Na, nicht ganz Laserschwert, aber fast. Nying, 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 nying. Ah! Nee! Und schon wieder völlig am Ablosen hier. Kann ja nicht euer Ernst sein. Ja! Er verbrennt hier unten erstmal. Jetzt müssen wir so vorsichtig sein. Ich will wenigstens nochmal auf die nächste Etage kommen. Jetzt ohne hier wieder abzupaulen. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Vielleicht kann ich mich hier ein bisschen nass machen. Und dann hier runter ins Portal. Ohne einen Kratzer. Easy. Und voll tanken, bitte, dankeschön. Neue Zauberutensilien. Meer aus Säure. Teuer, aber gibt es. Was ist das denn noch? Funkenblitz. Fels, wir müssen mal was nehmen, was wir noch nicht hatten. Jawohl, das sieht doch nach was aus. Teleportitis. Erlittener Schaden wird um 20% reduziert. Jedes Mal, wenn du Schaden erleidest, teleportierst du dich weg. Witzig. Explosionsimmunität. Schneller schwebe. Du schwebst schneller. Okay, ich will das mal damit mal ausprobieren. Das ist bestimmt witzig, sagte er, bevor er starb. Schönen guten Tag. Mir ist es fast so, als wären wir eben gerade noch hier gewesen. Ah! Alter, was? Das ist ja richtig ätzend. Das ist ja wirklich wie eine Krankheit. Aber das mit der brennenden Spur und so? Oh, das ist echt, das ist ja stressig. Oh, warum habe ich das getan? Warum? Aber ich kann auf jeden Fall mich jetzt hier hinstellen und einfach ein bisschen rumbraten. Was ist das denn hier? Schleimig. Oh, schleimige Kleidung. Er schützt dich vor Feuer. Ist das ja, das ist ja praktisch. Hier, Bombenjunge! Weg mit dir! Ah! Oh. Erstmal ein bisschen nass machen. Also so weit werden wir mal gar nicht wegteleportiert. Das war nur eben ganz schlimm. Weil wir unter Feuer standen. Aha! Ey, der meint's aber ernst, ne? Mit seinen Verfolgungswahn hier. Oh! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, wir haben ja noch eine Bombe. Ciao! Oh!
Der Felsen. Okay. Ach ja, wir müssen ja nur einmal Ärger kriegen, Schaden kriegen, genau. Oh, oh, ein Herz. Ich seh's. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo wir sind, ne? Aber das macht auch nichts. Die anderen wissen es ja auch nicht. Oh. Jawohl. Also der Schaden stimmt jetzt wenigstens vom Zauberstab. Ah! Oh, was für ein geiler Zufall. Richtig gut. Wer hätte das denn erwartet? Da wirst du direkt zum Ausgang teleportiert. Das war eine sehr lustige Entscheidung, das so zu machen. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Ehrlich, das war richtig witzig. Kreis des Wassers, dass wir Zündschnurblödsinn, den wollen wir nicht. Allsehendes Auge klingt auch so, als ob uns das nicht halb so viel bringt, wie ich gerne würde. Dreifachzauber und leuchtende Lanze. Oh, so coole Sachen, aber wir haben nicht genug Kohle geschafft einzusammeln. Umkreisender Schuss, toxischer Nebel. Wir nehmen mal den umkreisenden Schuss mit. Das klingt so, als könnte mir das gefallen. Das ist auch, der hat so einen blauen Rand. Das ist wieder sowas. Ein Projektil, das seinen Ursprungspunkt umkreist. Mhm. Aha, aha. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Nicht mit den Felsen. Da sind immer nur drei übrig. Aber wir machen das mal mit diesem Zündschnurblitz. Und jetzt? Ach! Okay, das macht keinen Sinn. Und dann? Ach, oh, damit konnten wir jetzt sogar die Reichweite von dem ein bisschen erhöhen, ne? Weil er dann so nach oben sich da, weil er diese Umkreisung machen will. Dann ist es nicht mehr nur noch so ein kleiner Blödsinn, sondern schon ein bisschen krasserer Blödsinn. Cool. Hm, ja. Dann lasst uns weitergehen. Projektilabstoßungsbereich. Projektile, die in einem kleinen Bereich vor dir fliegen, werden von dir weggestoßen. Aha. Keine Zauberstabe. Was? Feinde können Blutgeld fallen lassen. Allsehendes Auge. Du kannst überall sehen. Das finde ich mal cool. Das werden wir mal machen. Ja. Das klingt gut. Das lassen wir uns mal machen. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Und wieder sind wir in der Eishölle gelandet hier. Wir bleiben im Wasser. Oh. Genau, wir lassen uns jetzt immer schön wegteleportieren. Oh. Oh. Puh. Ach, hier sind wir gerade frisch rausgekommen. Das ist in Ordnung. Boah, übel blutgetränkt hier alles. Meine Fresse. Und das nicht, dass das Geld hier abhaut. Da vorne ist nochmal so ein Zauberstab zum Einsammeln. Mal gucken. Oh nein, roll doch da nicht runter! Genau. Und jetzt da rein. Ah, nein, nein! Witzbold! Oh nein! Oh, warum hatte ich mich da verbuggt, ey? Mann! Ist wieder am Arsch der Welt hier? Wo muss ich denn lang? Na klar. Oh, diese Bomben finde ich ja richtig kacke. Ey, das erinnert mich an Terraria. Ey, immer wenn du versuchst, wenn du dachtest, das mit der Bombe, das kann schon irgendwie. Das klappt schon irgendwie. Da müssen wir uns den Weg halt so freischaufeln. Wozu haben wir sonst den grünen Laser? Sehr cool. Schöner Song. Genau, ich kann mir auch einfach selber Schaden zufügen. Dann teleportiere ich mich auch weg. Irgendwann lande ich wieder am Ausgang, weißt du? Was?
Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge.